jeden Abend einmal. Von hinten kommt Manuel Reuter. Er hat in den letzten 5-6 Runden den Abstand zum Stuck verringert und wird sicherlich versuchen, noch weitere Punkte, besonders zum Stuck, gut zu machen. Stuck ist ja Zweiter in der Meisterschaft zurzeit. Und die sind direkte Kontrahenten natürlich, was die Meisterschaft betrifft. Und beim alten Fuchs Klaus Ludwig scheinen offensichtlich noch sehr viele Reserven vorhanden zu sein für die letzten 5 Runden. Weil der fuhr gerade mal wieder eine 49er Rundenzeit und schauen Sie sich diese Bremsscheiben in der Anbremsphase einmal an. Rot glühend, durch und durch, die kühlen schon fast gar nicht mehr ab auf der Geraden. Sie sehen das ja gerade aus der Dutzenteichkehre heraus, der hat fast die ganze Start- und Zielgerade absolviert, ohne dass die Rotfärbung von der Scheibe wegging und das ist jetzt das Anbremsen der Grundlichtkehre. Eigentlich als Rennfahrer finde ich unheimlich, wenn man das so an Kamera sieht. Vielleicht ist es besser, wenn man es gar nicht weiß, wie es da unter die Haube aussieht. Es ist auch gleichzeitig in der Hotshot-Kamera zu sehen, wie viel Arbeit Fäden, Dämpfe und die ganzen Aufhängungen leisten müssen. Die Fahrzeuge wiegen immer. Brauchst du die Frische, die tiefer geht? Cliff mit neuem Duft. Sports Fresh. Cliff. Erfrischend kühl, erfrischend anders. Den Opel Calibra gibt es jetzt als Calibra Cliff Motorsport Edition. Auch für ganz normale Straßen. Schauen Sie mal, wie Larini immer wieder rankommt. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Fährt dem Manuel Reuter beim Anbremsen ins Heck hinein. Und ich glaube, Norbert Haug wollte gerade den Kopf schütteln. Und ich weiß auch warum. Weil da schüttle ich auch im Augenblick erst einmal den Kopf. Da steht der Meisterschaftsaspirant Nummer 1, der Leader. Und die halbe Welt zieht an ihm vorbei. Noch weiterfahren kann. Er fährt vor Danner und ist damit 20. Auf den Punkt, genau. Gibt es eine Rauchwolke? Reuter ist draußen. Manuel Reuter muss zum ersten Mal in der laufenden Saison mit einem Technikproblem die Segel streichen. Und jetzt ist alles, was wir vorhin zum Ausfall von Bernd Schneider gesagt haben und Veränderungssituation in der Meisterschaftstabelle, völlige Makulatur. Ganz im Gegenteil, es kommt noch viel schlimmer, denn hier können Meisterschaftshoffnungen abbrennen. Das ist richtig, weil wenn das Auto jetzt nicht schnell gelöscht wird, ist es fast unmöglich, das Auto zu reparieren für den zweiten Lauf. Deswegen arbeitet der Manuel so fieberhaft dran, aber die Chance schmolz natürlich schnell dahin. Wir haben darüber gesprochen gestern und leider Gottes habe ich gesagt, irgendwann kommt es ja dazu. Der Manuel ist ja jeden Lauf ins Ziel gefahren dieses Jahr und es gibt Statistiken, die sagen, irgendwann hast du das technische Pech einfach. Und das ist natürlich, dass es in den Maßen gleich zutrifft, dass sogar der zweite Lauf gefährdet sein wird, da werden die Mechaniker jetzt sehr gefordert. Aber trotzdem, ich meine, Manuel werden zwei Läufe fehlen und
Nachher werden wir zusammenzählen. Absolut dramatisch. Absolut dramatisch. Da sehen Sie es, das Feuer kommt eindeutig aus dem Bereich des Motorraums. Und Sie sehen dann plötzlich dieses Übersteuern, als letzten Jahre hinweg so attraktiv gemacht hat. Und jetzt kommen Sie hinein ins Motodrom, die beiden Führenden. Und jetzt steht fast das komplette Motodrom auf, vor allen Dingen die nächste Kurve. Die wird wahrscheinlich geschlossen, wie ein Mann oder eine Frau hinter diesen beiden stehen. Denn das ist die Opel-Kurve, dort wo die Fans traditionell zu Hause sind. Sie sehen es hier. Und diese typische Kulisse mit Böllerschüssen. So holt Manuel Reuter einen weiteren ITC-Sieg. Es ist sein insgesamt dritter. Und er baut sich die Meisterschaftsführung deutlich aus. Und er bekommt viel, viel Jubel von seiner Truppe, von der Jöst-Mannschaft. Da hält er auch unmittelbar an der Box an. Klaus Ludwig, der Zweitplatzierte. Jörg van Ommen, Dritter. Und schauen Sie mal, Jan Magnussen als bestplatzierter Mercedes-Fahrer hat Giancarlo Fisichella noch niedergerungen und ist Viertplatzierter gewesen. Und ein unbeschreiblicher Jubel hier im Motodrom. Fußballstadionartig die Atmosphäre und vor allen Dingen auch die Kulisse. Manuel Reuters Erfolg im zweiten Lauf. Und es wird so. 198 Meisterschaftspunkte. Und er baut sich seinen Vorsprung auf 33 Zähler auf den Pechvogel des Wochenendes aus. Dem ganz sicher unser Mitgefühl gilt, nämlich dem Zweitplatzierten Bernd Schneider.